Die Informationen waren spärlich. Zwei Anschläge auf ISAF-Soldaten im Norden Afghanistans, offenbar auf Amerikaner und Norweger. Mit der Transall, der fliegenden Intensivstation, kommen zuerst die US-Soldaten aus Kunduz. Die Norweger sind weiter weg und sollen später kommen. Die Amerikaner fuhren mit ihrem gepanzerten Wagen in eine Sprengfalle der Taliban. Durch die Wucht der Explosion zersplitterte Glas, Plastik und Metall. Teile flogen wie Geschosse durch die Luft und trafen ihre Körper. Wie schwer sie verletzt sind, ist noch unklar. Wir haben zwei CT-Patienten, also dass die den erstmal in die Notaufnahme lagern, ja. Der war die ganze Zeit über Kreislauf stabil, sättigungsstabil. Zwei Wochen beobachten wir die Arbeit der Klinikkompanie Masai-Sharif im Norden Afghanistans. Zwei Wochen an der Seite von Franz Walser, dem medizinischen Leiter des Feldlazaretts. Die Rettungskette läuft wie ein Uhrwerk. Alle wissen, was zu tun ist. Bei mehreren Verwundeten muss innerhalb von Sekunden entschieden werden, wer als erster behandelt werden muss. Dann haben wir hier noch Handverletzungen, Schrapnelle und oberflächliche Verletzungen im Gesicht. Richtige Entscheidungen retten Leben, Fehler können tödlich sein. Die Anspannung ist hoch. Gut, das war jetzt relativ einfach, weil zwei Patienten im Grunde komplett versorgt sind. Die brauchen nur eine Abschlussdiagnostik. Der eine Patient ist ohnehin ein chronisches Problem und der Patient hat eine absolute Priorität. Also das ist jetzt relativ einfach. Der Computertomograph im Feldlazarett ist Gold wert. Während der Patient durch die Röhre geschickt wird, sehen die Ärzte auf dem Bildschirm, dass der Soldat Glück hatte. Keine Hirnblutungen, keine Schädelverletzungen. Aber etwas anderes treibt Franz Walser um. Es gibt keine Neuigkeiten von den norwegischen Soldaten. Kein gutes Zeichen. Denn je mehr Zeit verrinnt, umso schlechter stehen ihre Chancen. Bis die Skandinavier kommen, müssen sie Platz in der Notaufnahme schaffen. Die Amerikaner haben großes Glück gehabt und eine gute Ausrüstung. Das sind jetzt klassische Patienten aufgrund unserer Schutzkleidung. Also bis hier geht Helm, ab hier geht Schutzweste. Und das ist der Bereich, wo sie die Splitter eingefangen haben. Also Gesichts-, Halsbereich und Arme, Extremitäten müssen nicht geschützt werden. Aber das heißt, Schutzkleidung zeigt bei denen totaler Sinn. Das hätte ganz anders gehen. Ohne Schutzkleidung hätten sie wahrscheinlich ganz andere Verletzungen erlitten. Mhm. Die verletzten GIs werden verlegt. Aus der Notfallaufnahme auf die Pflegestation. Schwerste Verletzungen durch Beschuss, versteckte Sprengladungen, Raketenangriffe. Die Bundeswehr in Afghanistan ist mitten im Krieg. Jeden Monat sterben Dutzende Soldaten der internationalen Truppen, werden Hunderte schwer verwundet. Das deutsche Feldlazarett ist die einzige Klinik im Norden Afghanistans mit der Ausstattung eines Kreiskrankenhauses. Neben den Notfällen aus dem Gefecht kommen hier aber auch alle Soldaten mit Beschwerden von der Grippe bis zum Verkehrsunfall an. Dieser Soldat hatte einen Unfall mit einem gepanzerten Lastwagen, einem Dingo. Da hatte ich halt die Wahl, ein ziviles Fahrzeug oder eben auf der Straße da bleiben, die Straße geblieben, und dann hat ein anderer Dingo mit Anhänger uns noch unter den Jagd geschoben. Sie haben erstmal nur Nackenschmerzen gehabt und nach ein paar Tagen ging das dann mit dem Kribbeln los. Gregor Anzinger will sichergehen, dass der Mann keine Beschädigung an der Halswirbelsäule erlitten hat. Aber das lässt sich im Lazarett nicht eindeutig feststellen.
Als Faustregel gilt, wer binnen 14 Tagen nicht wieder 100% einsatzbereit ist, geht nach Hause. Sonst gefährdet er sich selbst und andere. Manchmal sind einfache Tests schneller als die moderne Technik. Und bei den starken Beschwerden, die er hat und diesen unklaren Missempfindungen in der linken Hand, würde ich ihn nach Hause schicken, dass man das genauer abklärt. Es kann eine Verletzung der Bandstrukturen an der Halswirbelsäule vorliegen, die sieht man im CT nicht. Und dafür wäre eine Kernspintomographie notwendig, die wir hier im Einsatzland nicht machen können. Deswegen wird er nach Hause gehen. Wie auch dieser deutsche Soldat. Er wurde bei einem Anschlag schwer verwundet. Oberfeldarzt Franz Walser begleitet den verletzten Bundeswehrsoldaten zum Ausgang des Feldlazaretts Masar-i-Sharif. Dort übernehmen die Kameraden vom Medevac, dem mobilen Sanitätstrupp, den Verwundeten. Der Patient ist stabilisiert und transportfähig für den langen Rückflug nach Deutschland. So läuft es immer ab. Kein Verwundeter bleibt länger, als es unbedingt sein muss. Sie brauchen den Platz im Lazarett. Jederzeit können verletzte Soldaten aus dem Gefecht eingeliefert werden. Und es werden mehr kommen, erklärt der Klinikdirektor. Wenn die Zahl der Soldaten hier in unserem Bereich deutlich zunimmt, wird es für uns sehr knapp werden. Weil wir zwar im Grunde die Akutkapazität eines Kreiskrankenhauses haben, aber nicht die Pflegekapazität. Das bedeutet, das könnte, wenn die Dimensionen sich ändern im RC North, ein Problem werden. Dann könnte es sein, wir kommen auch mit der Infrastruktur nicht mehr hin. Aber schon jetzt kommen immer mehr und brauchen Hilfe. Immer in Alarmbereitschaft. Ja. Okay, kommen zwei BATs, jeder bringt eine. Ja, den muss ich hingehen. Eine Intensivstation mit 5 Betten für Soldaten der internationalen Schutztruppen gibt es. 2 weitere Betten für Afghanen. Die Stationen sind getrennt. Der Grund verblüffend. Afghanen haben eine andere Keimbelastung als Soldaten, die hier im Einsatz sind. Kapazitäten jederzeit bereithalten, das ist hier oberstes Gebot. Es gibt immer mehr Anschläge gegen die Bundeswehr und ISAF. Auch die Zahl der Verwundeten steigt. Vor dem Tor zum deutschen Lager gab es einen Unfall. Afghanische Zivilisten sollen mit ihrem Fahrzeug umgekippt sein. Mehr wissen die Ärzte noch nicht. Die Erstversorgung fand am Tor und im Rettungswagen statt. Nun übernimmt die Klinikkompanie. Dieser hier mit Schädel-Hirntrauma des 2. Grades ist zwischendrin immer mal nicht ansprechbar. Druck 117,55, Frequenz 95, Sättigung 99. La Paz Picard. Gut. Gib mir das mal. Wo? Where is Pain? So, okay, einpacken, festschneiden, abfahren. Behandlung afghanischer Zivilisten, eigentlich eine absolute Ausnahme, aber immer dann möglich, wenn es wie im Moment keine Notfälle gibt. Und immer nach der Devise, schnell rein, schnell wieder raus. Wenn weil das nichts Gravierendes ist, im Kopf hat er kein Problem, sonst keine schwerwiegende Verletzung an der Wirbelsäule, Lunge hat nichts, dann geht er ins zivile Hospital. Nach der Primärversorgung. Neurochirurg Gregor Anzinger näht die letzten Wunden, dann werden die beiden Afghanen verlegt. Also tief ein- und ausatmen. Sie kommen ins Balkhospital, das zivile Krankenhaus in Masar-i-Sharif. Es wurde mit deutscher Hilfe wieder aufgebaut und ausgestattet. Das muss auch so schnell gehen, insbesondere dann, wenn wirklich schwer Verletzte hier reinkommen. Bei ihm war es ja bis zuletzt unklar, bis das CT gelaufen ist. Ob er eine schwerwiegende Schädel-Hirn-Verletzung hat er zum Glück nicht. Aber dann muss das wirklich schnell gehen, denn da muss er Entscheidungen treffen, ob der intubiert werden muss oder ob man eine lebensrettende Maßnahme durchführen muss. Hilfe wie diese wird es in Zukunft wohl deutlich weniger geben, sagt der Chef der Klinikkompanie. Von vornherein
muss man natürlich davon ausgehen, dass man hier in einer Rolle 3, sprich also in einem Haus, in diesem Bereich Afghanistans, reden wir da von einer Maximalversorgung, damit rechnen muss, dass jeden Tag oder jeden zweiten Tag deutsche oder andere Soldaten hier mit schwersten Verletzungen zur Versorgung kommen. Die amerikanischen Soldaten sind auf dem Weg der Besserung. Es werden Narben bleiben, äußerliche und innerliche. Die Amerikaner verlegen ihre Verwundeten nicht in die Heimat wie die Bundeswehr. Durchaus möglich, dass sie wenig später wieder in den Einsatz müssen. Katharina Adlung hat in den vergangenen Monaten viele Verwundete gesehen. Mittlerweile kann sie nichts mehr schocken, sagt sie. Es ist ihr erster Auslandseinsatz. Man hat ein ganz anderes Patientenbild, ganz, ganz anders. Also in Deutschland wird man nicht mit Schussverletzungen, ich persönlich werde auch nicht mit psychischen Problemen in der Art und Weise wie hier belastet. Ja, habe ich zu Hause nicht. Ja. Und die Verletzungsmuster, da war ich am Anfang echt schockiert. Also ich kam hier an, war ein afghanischer Polizist hier und hatte einen Durchschuss. Und das war das erste Mal überhaupt, dass ich mit einem Durchschuss konfrontiert worden bin. Ja. Weil wann hat man das in Deutschland? Wann denn auch? Und hier ist es ganz normal. Erinnerungen werden wach an den April 2010. Der schlimmste Monat für die Deutschen seit Beginn des Einsatzes in Afghanistan. Binnen 2 Wochen wurden Bundeswehrsoldaten bei Anschlägen schwer verletzt. Es gab viele Tote. Es war die erste Bewährungsprobe für die Soldaten des 22. Einsatzkontingentes der Klinikkompanie. Einer von ihnen ist Roland Tietze, nach 36 Jahren als Soldat im letzten Auslandseinsatz und in seinem schwersten. Also, es war ja ein sehr heißes Kontingent, also für mich persönlich jetzt auch, was an die Anzahl der Verletzten und Toten betrifft. Kurz nach Kontingentende, das war schon stark, was wir am 2. und 15. April erlebt haben. Er hat die Toten mit einem Kameraden zusammen in Empfang genommen, gewaschen und eingesargt, wie es hier heißt. Das ist ein Leichensack. Beim Aldi-Anschlag müssen die Gefallenen auch gewaschen werden. Es findet eine Dokumentation statt, wie sie hier übernommen werden. Und anschließend machen wir die Ärzte die Leichenbesichtigung und Leichenschau. Es wird nach den Verletzungsmustern geguckt und danach werden sie gewaschen, ein bisschen hergerichtet und so gut wie es geht, würdevoll eingesagt, ihren Posten ziehen auf. Und dann warten die Gefallenen auf ihren Heimflug. Stefan Jagella war im April bei der Leichenschau mit dabei. Er ist der Zahnarzt im Lazarett und Mitglied der Identifizierungskommission. Und deswegen mussten wir dann auch am 15. dann mitwirken bei der Identifizierung oder bei der Zuordnung der Identität der 4 toten Kameraden. Und der eine Oberstabsarzt, der ja da leider auch ins Leben gekommen ist, war Angehöriger unserer Kompanie, war mein Badmintonpartner, stand mir also persönlich näher als viele andere hier im Lager, hat mich emotional schon sehr beschäftigt. Doch für Gefühle bleibt nicht viel Zeit. Schnell müssen die Toten versorgt werden und gekühlt. Im Hinterhof der Klinik steht der Kühlcontainer. Ja, wir haben hier einen Pathologie-Container. Und das ist eben halt vorgesehen. Das ist die Hebevorrichtung. Die obersten beiden Fächer werden normal gekühlt, 5 Grad. Und die untersten 2 Fächer tiefgekühlt. Platz für 6 gefallene Soldaten gibt es. Mehr ist nicht vorgesehen.
Sollte es mehr Tote geben, müssen sie improvisieren und einen normalen